Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Wir sind hier noch am Ende des zweiten Tages, der für uns aber wirklich gut gelaufen ist. Gleich gibt's noch mal ein bisschen Geld durch die Erfüllung des Werbespots Super Furny. Wir gehen schon mal Richtung Ausgang. Einmal hier beim Viertler nochmal vorbeischauen. Sympathischer Typ mit einer dicken Knollennase. Hallo Lumi, nichts los heute, was? Nein, es ist wirklich nichts los. Es lief wirklich gut. Er hat einen Sendeausfall. Naja. Zack, nochmal zum Fahrstuhl. Und nach Hause. Wirklich viel schlafen können wir nicht, weil um 1 Uhr ist der Tag vorbei und um... Obwohl, doch, klar, 17 Uhr geht's erst wieder los, da kann man schon ein bisschen schlafen. Da sind Sie ja endlich, Lömi, wurde auch Zeit. Sie haben den Sammy nicht geholt, was fällt Ihnen ein? Kümmern Sie sich besser um Ihren Job, Lömi, sonst fliegen Sie. Worauf warten Sie noch? Fangen Sie an. Okay, ist also jetzt not amused darüber, dass wir den Sammy nicht geholt haben. Ich finde es auch nicht so toll, muss ich ja sagen. Ein bisschen Kultur hätten wir schon bringen können. So, zack. Mal schön langsam machen. Und hier gibt es einen roten Brief. Oh, oh. Mitteilung des Sammy-Komitees. Den Sammy für kulturelles Engagement erhält Brian. Für Ihre Teilnahme vielen Dank. Brian ist, glaube ich, der Chef von FunTV, der Grüne. Und wir werden es gleich hier sehen im Gesamtimage. Zack, ist er... eigentlich müsste er so ein bisschen aufgestiegen sein, weil wenn man den Sammy gewinnt, erhält man auch einen Imagegewinn. FunTV... gestern. Ja, ich glaube, der ist ja von quotentechnisch war der immer nicht so doll und liegt letztlich jetzt im Gesamtimage doch vor SunTV, also er wird schon einen Bonus dafür den Sammy gekriegt haben. Gut, wie jeden Tag. Die Serie steht auf jeden Fall schon mal. Aber ab 19 Uhr wird es schon wieder knapp. Also rein in das Nachrichtenstudio. Oh! Attentat auf Botschaft der Freien Republik Duban geplant. Demokraten, Republikaner unfähig zum Realismus. Brasilien, Einvernehmen über Weltbankbedingungen. Okay, also Attentat auf FR Duban ist geplant. Und das ist das, was ich gestern erzählt habe. Jetzt kommt also ein Terrorist, der dann bei FR Duban eine Bombe legt. So, Emanuel wird verkauft, hat ausgedient und zurück in die Zukunft ebenso und der Krimi Blue Velvet ebenso und nee, die Serie brauchen wir noch. Okay, dann würde ich sagen, ab in die Filmagentur und wir müssen den Fahrstuhl im Blick behalten, denn das Problem ist, dass unsere Konkurrenten auch die Hinweistafel manipulieren und die wollen natürlich, dass das Attentat bei uns irgendwie verübt wird. Das wollen wir nicht. So, Alienation wäre natürlich eine schöne Serie. Ferris macht blau. Eine schöne Komödie. Was haben wir hier noch? Der einzige Zeuge. Darkstar. Den holen wir uns günstig. 45.000. Ja, jetzt gibt es hier noch Kultur. Actionfilm Running Man. Auch ein cooler Film. Stephen King-Verfilmung mit dem mimisch begabten Schwarzenegger in der Hauptrolle. Ja. Mimisch begabt, Schwarzenegger, naja. Aber das ist einfach auch ein bisschen der schwarze Humor hier in dem Spiel. So. Unternehmen Petticoat. Marine-Ulk mit defekten U-Booten und Cary Grant. Ja, für 20.000. Ja, nehmen wir uns noch die Vögel. Das ist doch ein guter Kompromiss. Ich muss noch mal gucken. Ne, Götterwelt von Bali braucht kein Mensch. Braucht wirklich kein Mensch. Na gut, die Baliesen wahrscheinlich. Balaner. Berliner. Ich glaube, die Berliner. Die Berliner, die brauchen die Götterwelt von Berlin, Bali. So, noch mal in die Werbeagentur gucken. Was wir da finden. So, und Lizzie's Kapital 2,5 Millionen, Super Forni nochmal, bah.
La Baguette, da ist er wieder. Baguettes in 1, 2 oder 3 Metern. Na, das ist auch tipptopp, den nehmen wir uns mit. Gehen wir nochmal raus und gehen mal wieder rein. Und nochmal gucken, TV. Ah ja, mein Bike Shop noch in der Hinterhand. Letztlich haben wir ja Bar aus noch super funny. Ja. So, ich glaube, jetzt ist es passiert. Es ist nämlich gleich 19 Uhr und wir haben nichts im Programm, Mann. Ah, da ich mich verdaddelt jetzt. Na, ah, komm schon, beeil dich. Nein. Ah, fuck. Nein, Sendeausfall. Ach, das ist bitter. Das ist schlecht, ein vermeidbarer Fehler. Doof. Das ist echt ärgerlich. Er bringt natürlich was, das heißt, es ist auf jeden Fall mein Imageverlust. Ja. Und es Verlust an Zuschauern und natürlich auch hier Verlust an Werbung und so weiter. Und jetzt, ach, das ist doof. Und jetzt passt das ja auch mit unserem Film überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir bringen 0 Uhr dafür mal heute Kultur heute. Von und mit Betty Botterblom. Und da bringen wir dann mal Bike Shop. Ha? Guckt eh keiner. Und hier machen wir Bar aus noch fertig. Und La Baguette auch. Und hier Komödie Ferris macht blau. Und dann noch hier den schönen Krimi zum Beispiel. Die Vögel oder ein Science-Fiction-Film Darkstar. Dann bringen wir Darkstar. So. Und für morgen machen wir gleich alles besser. Da bringen wir nämlich hier eine Serie im Reich der wilden Tiere. Und um 19 Uhr den Krimi Die Vögel. So, dann ist das schon mal platziert. Und morgen kann dann das, was heute passiert ist, hoffentlich nicht wieder passieren. Mann, ist das ärgerlich. Okay, einmal nach den Nachrichten gucken. Zack. Gut, die sind platziert. Das passt auf jeden Fall. Ach du Schande. Da, wenn der rote Punkt ganz unten ist, dann heißt das, entweder jemand fummelt an der Hinweistafel rum oder aber der Terrorist möchte einsteigen. Nein, es hat nur jemand an der Hinweistafel rumgefummelt und das FR Duban hier auf mein Archiv gemacht. Das ist natürlich nicht gut. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal hier auf Antinikotin oder so. Millionen. Alter Falter, das ist ja mal geil. Mist, der fummelt da jetzt an dem Hinweisschild rum. Aber 2,7 Millionen, das bedeutet, da könnte man auch durchaus mal einen Spot bringen, wo wir 2,5 Millionen Zuschauer brauchen. Ja, das machen wir. Man muss das Maximum rausholen, das ist einfach so. Das heißt, einmal schnell in die Werbeagentur und einen Spot geholt, wo man ein paar mehr Zuschauer braucht als 1 Million. Das nächste sind dann, so schon mal drücken hier, den Fahrstuhl wiederholen, dass er auch gleich da ist. Okay, wir hätten hier Kapital, 3 Spots in 2 Tagen. Was haben wir noch? 3 Spots in 3 Tagen. 3 Spots in 3 Tagen, das ist ganz gut. 3 Spots in 4 Tagen, 3 Spots in 3 Tagen, 165.000. Partnermoden von Pariser Spitzendesignern. Na. Ich finde Mode für... Und da ist der Fahrstuhl. Mode von Pariser Modedesignern, das ist gut. Das ist gut. Ja. Kann man auf jeden Fall mal bringen. Bringt Geld, stehe ich dahinter. So. Jetzt haben wir hier Partners. Das bringen wir auf jeden Fall schon mal. Und dann mache ich hier einmal auf ganz schnell. Einmal auf ganz schnell nochmal die... Die 21 Uhr abwarten, ob da vielleicht auch nochmal 2,5 Millionen gucken. Allerdings haben wir hier ein Problem. Jetzt müssen wir natürlich Bar aus hier fertig machen. Sind auch nochmal 2,6 Millionen. Mann. Okay, Bar aus haben wir bis morgen Abend Zeit. Wir haben Geld auf der hohen Kante.
Das heißt, wir müssen Barhaus heute nicht fertig machen. Dann auf jeden Fall nochmal Partners bringen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann machen wir morgen, keine Ahnung, hier irgendwie Hoffmann rein. Und dann von mir aus Lavaguette morgen und nochmal Barhaus oder so. Ja, aber das muss man nutzen, wenn echt so viele Leute zugucken. Also Komödien scheinen echt gut zu gehen im Moment. Okay, ich würde sagen, Geschwindigkeit ruhig auf mittelschnell. Nochmal nach Nachrichten gucken. Oh ja, Greenpeace kündigt Aktion gegen Plutoniumwerk in New Jersey an. Würde ich sagen, schmeißen wir hier mal das raus. Hier steht noch FR-Duban-Attentat. Also los geht's. Einmal in Fahrstuhl und nochmal geguckt. Der fährt auch schon wieder da nach unten und fummelt da am Hinweistafel an der Hinweistafel rum, der Brian von Fun TV. Das finde ich nicht in Ordnung, weil wenn man da echt den Zeitpunkt verpasst, dann hat man auch mal ein richtiges Problem. Wo ist es denn? FR-Duban? FR-Duban? Hier. Ja, aber da ist doch okay. Ach. Schon explodiert, oder was? Tatsächlich. Hier steht freies Studio. Das heißt, das Ding muss schon explodiert sein. Schwein gehabt. Das haben wir den Terroristen echt verpasst. Puh. Das hätte auch in die Hose gehen können. Aber es hat funktioniert, das Schild war irgendwo anders. Und ja, jetzt gibt es da ein neues Studio. Was wir mieten könnten, wenn wir das Geld dazu hätten und auch das Geld dazu hätten, dann irgendwas zu produzieren. Haben wir aber nicht. Von daher aber für später ist das schon mal eine feine Sache. So, 12%, 12%. Und jetzt schauen wir mal bei den Nachrichten. 22 Uhr und Anschlag auf Botschaft der Freien Republik Duban. Terrorist irrte sich in der Tür. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Also, Terrorist war da. Es ist wirklich auch selten, ne, dass man sich so über Terroristen freut, aber in dem Spiel ist das echt der Fall. So, Bar aus funktioniert hier mit Darkstar und ich denke auch, dass da die Stunde später auch nochmal die Leute zugucken. Um 23 Uhr auch 1 Million. Ach so. Vielleicht doch. Wir setzen hier Lavaguette rein. Dann haben wir noch so ein bisschen Kohle einfach auf der hohen Kante. So. Also, die ersten 3 Stunden für morgen stehen auf jeden Fall schon mal. Und ja, also Komödie lief wirklich gut. Ja, können wir gleich mal gucken, ob wir da Ferris macht blau, ob wir da noch eine Komödie für morgen kaufen. Einmal in die Filmagentur schauen. So, was haben wir hier? Alienation, ja, eine gute Serie. Einzige Zeuge immer noch. Schöner Krimi. Sehr teuer. Komödie, Unternehmen, Petticoat. Ach so, hatten wir vorhin schon mal drauf geguckt. Für 20.000, das ist nix. Running Man für 113.000. Also ich. Entweder wir bringen Alienation. Vielleicht würden wir da auch die 2,5 Millionen knacken. Oder der einzige Zeuge. Wir holen Alienation. Eine schöne Science-Fiction-Serie. Gibt es noch irgendwas? Irgendwas Wichtiges? Gold für alle Fälle ist auch nicht schlecht. Reicht die Kohle nicht. Also, Planänderung. Morgen früh, 17 Uhr. Kommt Alienation ins Programm. Beziehungsweise nicht 17 Uhr, sondern um 18 Uhr. Kommt Alienation ins Programm. Mal schöne Serie gegönnt. Zack. Und in der Hoffnung, dass da echt 2,5 Millionen zugucken, platzieren wir da Partners.
Das wäre natürlich der Knaller, wenn das klappen würde. Und was haben wir hier noch an Werbung? Super vorne, hier haben wir auch noch, ne? Mann, 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 Mann. Haufen Werbung eingeladen und jetzt Probleme, die irgendwie fertig zu kriegen hier. Okay, ich würde sagen, wir lassen den Tag mal bei etwas zügiger Geschwindigkeit ausklingen. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wo man speichern kann. Das geht nämlich hier hinten. Zack. Einmal speichern. Der Lumi will speichern. So. Das ist nämlich wichtig, weil das Spiel kann auch mal abstürzen. Also, das ist jetzt eine Version, die gibt es kostenlos im Internet. Kann man zum Beispiel bei chip.de runterladen. Und ja, dank der DOSBox, ist so ein Emulatorprogramm, kann man das auch auf modernen Rechnern wirklich ganz schön zocken. Aber manchmal gibt es halt irgendwelche Probleme und stürzt er ab. Deswegen immer zwischendurch speichern. Das gilt übrigens für alle Spiele. Und besonders auch, wenn man bei Word irgendwie eine Arbeit schreibt oder eine Hausarbeit oder was weiß ich, Diplomarbeit. Speichern ist ganz wichtig. So, wie sieht's aus? Das Dritte Reich. 0,6 Millionen, 0,8 Millionen Wargames und wir haben immerhin 0,7 Millionen. 0,7 Millionen und ein bisschen Liebe von Betty. Oh, Betty. Wir freuen uns, dass wir dich glücklich machen konnten. Aber da würde ich doch mal sagen, hier Hoffmann rein. Zack. Da haben wir nämlich schon 2 von 3 erledigt. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, der Tag läuft gar nicht schlecht. Gut, über diesen einen Sendeausfall hier wollen wir mal gar nicht reden. Ja, ich hoffe, der Chef wirft uns das morgen früh nicht um die Ohren. Aber sonst ist das wirklich okay gelaufen, würde ich sagen. Also gerade mit Ferris macht blau. Und Darkstar natürlich auch ausgelutscht und zack, schnell Geschwindigkeit. Einmal drosseln und schon mal Richtung Fahrstuhl strapsen. Ja, wunderbar. Ein missglücktes Attentat auf FR Duban, der sich in der Tür geirrt hat. Das heißt, ein freies Studio ist zu haben. Und die Bombe ist nicht bei uns explodiert. Eine hammergeile Komödie gesendet und wirklich Hammer-Einschaltquoten generiert. Passenden Werbespot bringen können. Ja, wunderbar. Oh. Hier seht ihr schon, minus 34.000. Da war wohl nicht genug Geld übrig am Ende des Tages. Und der Chef, da sind Sie ja endlich, Lömi. Wurde auch Zeit. Was haben Sie sich eigentlich gestern dabei gedacht, eine Stunde Sendeausfall zu produzieren? Sie haben gestern einen Werbespot nicht gesendet. Sind Sie noch bei Trost? Morgen wird der Sammy für die besten News vergeben. Ich will, dass wir ihn hüllen. Kümmern Sie sich besser um Ihren Job, Lömi. Sonst fliegen Sie. Worauf warten Sie noch? Fangen Sie an. Dass er nicht begeistert war, das konnte ich mir denken. Und ob der Tag heute besser läuft als der gestrige mit dieser 1 Stunde Sendeausfall, das seht ihr in der nächsten Folge.